Good morning, good morning. So, wir machen mal wieder ein persönlich und ungeskriptet. Ich bin ein bisschen planlos heute. Because of Zyklus Kark 20. Jetzt ist der Punkt, wo es losgeht, dass ich ein bisschen, dass ich meine Notizen brauche, um durch den Tag zu kommen. Weil das irgendwie mir nicht so zufällt, beziehungsweise ich irgendwie ja, so ein bisschen die eine oder andere Leistungskurve verlassen habe. So, ich weiß nicht, wie bei euch der Stand der Dinge ist, aber ich wollte eine Sache erzählen, also zwei Sachen, um genau zu sein. Das eine ist, wie eine Sache, die sich mit dem Nein sagen erörtert hat, beziehungsweise ergeben hat. Und zwar durfte ich mal wieder Erfahrung sammeln damit, dass unsere Kinder tatsächlich eigentlich unsere besten Coaches sind und wahrscheinlich viel, viel mehr für uns machen können oder uns viel mehr Hilfe bieten können als so mancher externer Coach, also eigentlich als die meisten externen Coaches. Warum? Weil die Kinder natürlich super eng mit uns verbunden sind. Folgende Situation. Achso, und das andere ist Thema Zeugnisse und Thema Zeugnisse, wie man mit Erfolg, wie das jetzt ist. Ella bekommt jetzt ja quasi ihr erstes Zeugnis Ende dieser Woche. Und genau, wie wir damit umgehen, wie wichtig das ist, das Zeugnis, was wir damit machen und so weiter. Da habe ich gedacht, das ist vielleicht für andere auch spannend, wenn wir da mal den ersten Einblick bekommen. Also, genau, das eine, also jetzt habe ich, siehst du, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Genau, Nein sagen. Folgende Situation hat sich ereignet. Und zwar habe ich meine Tochter von der Schule abgeholt und gefragt, und habe gefragt nach, wurde angerufen, habe Ella von der Schule abgeholt, die saß neben mir und ich wurde angerufen mit der Frage, ja Katrin, wir würden gerne irgendwie dein Office kurz benutzen, ist es okay für dich? Und ich war so, bin ein großer Freund von Privatsphäre und Co. Und es gibt natürlich auch Gründe, warum ich nicht in einem Coworking Space an irgendeinem random Schreibtisch sitze, weil ich bin da so ein bisschen autistisch, ganz offen. Also ich habe einfach gerne Ordnung. Ich hasse das, wenn Leute in meinen Sachen rumfummeln. Ich mag es gerne ordentlich. Ich kann auch am Arbeitsplatz nicht so viel tolerieren, an meinem eigenen Arbeitsplatz noch viel weniger. Einfach weil ich keine Lust habe, mich mit der Unordnung der anderen zu befassen. So. Und das ist halt sowas, was natürlich irgendwie eine Rolle spielt, warum ich sage, ich möchte bitte mein eigenes Büro und ich habe auch mein eigenes Büro. Auch zu Hause schon gehabt, weil ich denke, so, das ist dieses, jeder fummelt hier irgendwie so ein bisschen rum und legt auch mal was ab, ist überhaupt nicht meins, kriegt direkt die Krise. So, und genau, dann war diese Frage, dürfen wir dein Office benutzen? Und ich war jetzt ja schon aus dem Weg weg und dachte mir so, ja, und dann kam also 500, wie so immer, wenn man nicht sofort ja sagt, dann kommen ja erstmal 30 Erklärungen, warum, weshalb, wieso, das so eine super Idee ist. Und es änderte aber gar nichts daran, dass mein erster Impuls war, nein, es ist mein Büro und nein. So, und ich komme auch da, gelinde gesagt, immer noch nicht so richtig drüber. Und habe aber in dem Moment natürlich, wie das so ist, gemacht und vor allem auch gedacht so, oh nee, aber ich will es jetzt auch nicht extra schwer machen. Ich habe schon verstanden, dass wenn ich jetzt einfach ja sagen würde, ich damit dir ein Problem lösen könnte und so weiter. Und habe mich dann zu einem Ja breitschlagen lassen, mehr oder minder. Und genau, und war dann und habe dann aufgelegt und war so. Und jetzt saß meine Tochter neben mir, die ja einfach als Projektorenkind ja auch ein sehr guter Beobachter ist und sagte zu mir, Mama, du wolltest eigentlich Nein sagen. Ist kein Witz. Der erste Satz war, Mama, du wolltest eigentlich Nein sagen. Und ich sage, ja, stimmt. Wow, ich sehe gar nichts mehr. Ich sage, stimmt. Aber dein ganzer Körper hat Nein gesagt. Warum hast du nicht Nein gesagt? Und ich sage, ja, weil, naja, ich weiß auch nicht so richtig. Und dann hat sie mir ohne Witz die Worte im Mund gelegt und hat gesagt, ja, ich weiß, weil du sie nicht verletzen wolltest. Aber wenn du Nein findest, dann solltest du auch wirklich Nein sagen. Und da war ich völlig so, ja, du hast recht. Ja, danke dafür. Und dann haben wir ohne Witz bestimmt 20 Minuten darüber gesprochen, wie es Ella eigentlich gelingt, so super gut Nein zu sagen. Weil ich muss natürlich ehrlich gestehen, ich höre ungefähr 35 Mal Nein am Tag von meiner Tochter. Für alles Mögliche. Das ist so richtig, dieser Moment in so einer Phase, wo du wirklich sagst, so die Standardantwort ist Nein. Und das nervt mich ganz schön, weil mich das auch richtig viel Nerven kostet und auch richtig viel Konzentration teilweise. Aber
ich finde das trotzdem krass, weil sie das so ohne Rücksicht auf Verluste einfach dieses Nein raushaut und sich auch überhaupt nicht erklärt oder irgendwas. Und das war wirklich bemerkenswert in dem Moment, weil ich dachte so, ja, guck mal, krass, so einfach. Ich hätte einfach Nein sagen können. Also, das hat ja zwei Nachrichten. Das eine ist, ich bin da manchmal auch nicht viel besser als du, die jetzt zuguckt vielleicht. Manchmal kann ich das total gut, aber tatsächlich, und ein Punkt ist, und das kann ich dir mitgeben, ein Punkt ist, wenn man mich so aus der Kalten erwischt, wenn es sozusagen unvorbereitet ist, dann gelingt mir das relevant schlechter, Nein zu sagen, als wenn die Situation klar war. Also wenn wir in eine Verhandlung gehen mit einem Kunden oder so, dann ist mir halt völlig klar, was da passieren kann. Und dann ist ein, auch ein Nein jetzt keine Überraschung, sondern eher Teil des Prozesses, so, oder in einem Sales Call oder was auch immer. Also dann gehört das dazu. Aber in diesem Fall war das ja wirklich aus der Kalten. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also was hilft, kann ich auch schon sagen, habe ich in dem Moment aber auch nicht hinbekommen, weil es hieß, ja, ich brauche, das ist jetzt, Katrin, jetzt, ist das jetzt okay für dich? Und damit war halt diese Zeitlinie einfach auch so eng, dass ich denke so, okay, da war einfach gar kein Raum, ich kann jetzt genau Ja oder Nein sagen. Was aber hilft, also auch mit den Kids, was ich mir zum Beispiel mit meiner Tochter angewöhnt habe, weil die genauso gut irgendwie Druck aufbauen kann im Moment, zumindest von, ja, Mama, darf ich, so, ist einfach ganz kurz wirklich zu sagen so, ich muss darüber kurz einen Moment nachdenken. Ist das okay für dich? Das funktioniert gut. Und es gibt einfach nicht, das heißt nicht automatisch, dass du nicht weißt, also du hast vielleicht das Nein im Bauch und möchtest es einfach gerne sozialverträglich kommunizieren. Auch das ist ein gutes Ziel. Oder du hast halt vielleicht auch ein Ja. Oder musst wirklich erst kurz evaluieren, ob Ja oder Nein. Und beides ist in Ordnung oder alle drei Varianten sind okay. Aber Fakt ist, wir brauchen in dem Moment dann die Zeit, damit wir uns da nicht so, ja, nicht so reinlabern lassen, okay? Und das ist ein Punkt, der wirklich gut für mich funktioniert. Aber auch da, wenn die Zeitlinie eng wird, stehe auch ich da und habe natürlich genauso, ich bin ja keine Maschine, ja, genauso diesen emotionalen Struggle, dass ja, ich könnte dir jetzt auch einen Gefallen tun, aber eigentlich finde ich es nicht so cool. Und also eigentlich finde ich es nicht nur nicht cool, sondern ich finde es eigentlich super scheiße. Das Ende der Geschichte kann ich euch auch sagen, dass die Person, die mich gefragt hat, hat offensichtlich sehr, also hat auch sehr, sehr deutlich gemerkt, dass ich das richtig, also dass ich mich ganz schön überfahren gefühlt habe in der Situation. Und dass das eigentlich auch kein Ja war, sondern ein, naja, okay, so. Und ich habe am nächsten Morgen eine Entschuldigung bekommen und ein kleines Dankeschön für dieses, und es tut mir wirklich leid, wird nicht wieder vorkommen. Von der Warte her, auch das ist okay gewesen, ich konnte das nicht so gut verstecken. Aber natürlich, ja, war das auch das Feedback an den, der fragt, ne? Also, genau, das ist das eine, was ich euch erzählen wollte zum Thema Nein sagen, weil das wirklich was ist, wo ich dachte, so, wow, das passiert mir nicht so häufig, dass das mir so um die Ohren fliegt. Genau, und das andere, was ich erzählen wollte, bei uns kommt es jetzt am Freitag Zeugnisse. Das erste Mal. Ich hatte Elterngespräch und wir sind super happy. Also einfach toll, Kind, 1A, weitersetzen, weitermachen, danke. Das ist total cool. Was mir aufgefallen ist dabei, und das ist das, warum ich das eigentlich erzählen will, ist, dass ich das Gefühl habe, als ich das erzählt habe, war sie super stolz. Ich bin auch von diesem Gespräch gekommen. Ich habe erzählt, was wir gesprochen haben. Ich habe versucht, das so kindgerecht wie möglich zu kommunizieren. Und habe das erklärt und habe gesagt, ich finde das richtig gut. Und da sind natürlich auch zwei, drei Sachen rausgekommen, wo wir irgendwie besser werden dürfen. Und so, alles fein. Und trotzdem ist es so, dass die... dass ich das Gefühl habe, dass sie dieses Feedback irgendwie nicht erreicht. Also, dass sie selber nicht das Gefühl hat dafür, dass das richtig cool ist, was sie da macht. Und das finde ich irgendwie gruselig. Und unter diesem Aspekt, finde ich, dreht sich die Erwartungshaltung von Zeugnis auch nochmal. Weil du natürlich merkst, irgendwie ist so ein Zeugnis auch ein bisschen Druck. Klar, weil die Frage ist, bin ich mein Zeugnis? Nein, auf gar keinen Fall. Aber was es schon macht, und das ist schon was ich ziemlich cool finde, es gibt dir halt ein transparentes Feedback zu dem, wie das letzte halbe Jahr für dich gelaufen ist, so auf diesem Thema Schule. Und du merkst schon, ich versuche das sehr dezidiert zu betrachten, weil natürlich Schule ist halt ein Handlungsspektrum. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, auch seitdem ich Mitarbeiter habe, es macht total Sinn, auch zu lernen, transparente Feedback-Gespräche zu führen.
Ob man dafür jetzt unbedingt Noten braucht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also meine Tochter geht auf eine Montessori-Schule, die hat, glaube ich, bis, ich weiß gar nicht, ich glaube, safe bis zur 6. Klasse keine Noten, aber vielleicht sogar bis zur 10. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Also auf jeden Fall sehr lange keine Noten, weil man eigentlich keine Noten braucht, um Leistung oder auch Nichtleistung oder Wachstumspotenzial oder was auch immer transparent zu machen. Aber wichtig ist, dass es transparent gemacht wird, weil natürlich geht keiner von uns für gewöhnlich, also nicht zum Spaß zur Schule, aber die Schulausbildung hat ja einen Zweck. Und der Zweck ist, sicherzustellen, dass wir alle eine gewisse Grundausbildung kognitiver Natur genossen haben. Und diesem Zweck müssen wir natürlich irgendwie gerecht werden. Und die Frage ist, wie können wir denn feststellen, und das ist so, auch so eine Unternehmerperspektive wahrscheinlich, wie können wir denn feststellen, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden? Und dafür brauchen wir, gelinde gesagt, Feedbackgespräche. Und diese Feedbackgespräche, die müssen gelernt werden. Also das muss gelernt werden, Feedback zu geben. Es muss gelernt werden, Feedback auch anzunehmen, zu verstehen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, derjenige findet mich jetzt nicht per se scheiße, sondern einfach zu sagen, okay, da ist noch Potenzial, da darfst du noch besser werden. Und zwar nicht im Vergleich mit irgendjemand anders, weil das ist ja so ein Punkt. Also die Zeugnisse miteinander zu vergleichen, also ganz offen, da haben wir als Kinder mit angefangen. Das haben die Erwachsenen nicht gemacht. Wir haben nicht das Zeugnis bekommen mit dem Auto. Naja, aber die Sandra, die ist schon die Beste dieses Jahr. Das ist ja Quatsch, das haben wir ja selber gemacht. Also, und damit kann ich sagen, okay, das ist ja als Instrument im Sinne von, also im Business würden wir sagen, wir brauchen KPIs, also wir brauchen Key Performance Indicators, um neutral zu messen, wie die Leistung eines Mitarbeiters ist. Und das ist auch schon alles. Also, und genau so funktioniert ein Zeugnis. Und ich finde das super spannend zu sehen, wie unterschiedlich da einfach die Meinungen sind, auch wie viel eigenen Erfahrungsschatz da jeder Erwachsene mitbringt, den er selber als Schüler gesammelt hat, wie er dem gegenübersteht, was er dann an die Eltern an die Kinder weitergibt. Und so, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Was ich sagen kann, ist, dass wir eine Zeugnisparty machen, einfach weil es das erste Mal ein Zeugnis gab. Und weil ich finde, dass egal wie gut oder wie schlecht was gelaufen ist, also erstmal, es gibt keine Jahre, die nur gut oder schlecht gelaufen sind. Und egal wie gut oder wie schlecht es gelaufen ist, ist auf jeden Fall ja ein absolviertes Halbjahr eine gute Nachricht. So, dass man sagen kann, okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und Fakt ist, du hast ja auf jeden Fall auch safe irgendwas geschafft. Also selbst wenn du eine 6 auf dem Zeugnis hast. Ich hatte übrigens selber, ne? Ich hatte eine 5 in Chemie und ich habe eine 6 in Französisch gehabt. Ich musste das alles abwählen. Ich wäre sonst nicht zum Abitur zugelassen worden. Ich weiß auch, dass ich heute mit diesem Zeugnis nicht zum Abitur zugelassen worden wäre. Auch das ist ein Punkt. Und von der Warte, ich weiß auch, wie es ist, wenn man Scheißzensuren hat, okay? Also, oder wenn man Themen hat, wo du sagst, so, du, ey, Digga, das ist gar nicht meins. Chemie. Ist bis heute, wo ich denke, so, weiß ich nicht, was das soll. Ich kann es nicht, ich will es nicht, ich brauche es nicht, ich habe es nie gebraucht. Ist mir auch kackegal. So, und das ist so ein Punkt, wo ich denke, so, ja, da dürfen wir einfach einsteigen und zu sagen, okay, auch zu gucken, wie kann sich jemand entlang seiner Fähigkeiten entwickeln. Und Zeugnisse auch darüber geben, einen klaren Impact zu sehen, okay, was gelingt dir gut, welche Themen interessieren dich, welche Themen interessieren dich nicht. Und da einfach selbstbewusst reinzugehen und auch zu sagen, ja, es gibt Themen, die mich nicht interessieren. Ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt Themen, die sind mir so derartig scheißegal, du machst dir keine Vorstellung. Also scheißegal ist noch eine Untertreibung. Und es ist voll okay, weil in meinem Leben ist es tatsächlich scheißegal. Und es ist auch in Ordnung zu wissen, dass es Menschen gibt, denen das nicht egal ist, die da vielleicht auch richtig gut sind. Wenn ich das brauche, weiß ich, ich werde wahrscheinlich zurückgreifen auf Menschen, die da richtig gut sind. Und wir brauchen einfach da eine gewisse Leistungstransparenz. Und zwar, und jetzt ist der Punkt, auf emotional null. Also das heißt weder auf dem Highfly im Sinne von, ich habe überall eins, ich bin die Geilste, ne? So, nee, bist du nicht. So, und wir brauchen auch nicht dieses, oh Gott, ich habe eine 5, ich schäme mich in Grund und Boden, ich bin nichts wert. Auch das brauchen wir nicht. Also ich denke, es macht total Sinn, ein Zeugnis als neutrales Instrument zu verstehen, einfach einen zusätzlichen Beobachtungspunkt einzufügen. Und genau das ist das, glaube ich, was wir den Kindern beibringen dürfen. Deswegen machen wir eine Zeugnisparty. Einfach, weil alle bei uns in der Straße ein Zeugnis bekommen haben. Und wir haben gesagt, wir laden alle ein. Wir machen einfach ein riesiges Spaghetti-Fressfest und freuen uns, dass das Halbjahr rum ist und dass alle das gut gemeistert haben. Und weil es cool ist und wir jetzt Ferien haben.
Und ich glaube, das ist die richtige Nachricht, halt zu sagen, es geht ja weiter. Das ist dann der Punkt. Ein Zeugnis ist ja weder, also ein Zeugnis ist, wird dich weder zur Königlichkeit erklären, noch wird ein Zeugnis deinen Untergang besiegeln. Und ich glaube, mit dieser Coolness tun wir unseren Kindern einen großen Gefallen, wenn wir da so, ja, wenn wir uns da auch selber deutlich positionieren und eben, ja, ich finde, dieses Du bist nicht dein Zeugnis ist wahrscheinlich das Gleiche gemeint. Und trotzdem denke ich so, ja, und jetzt, wenn du den Raum, der jetzt entsteht, ja nicht füllst, haben wir ja trotzdem so einen Leerraum, der ja irgendwie mit Leben gefüllt werden darf. Und ich denke so, lass uns das am besten mit einer Party füllen. Das wäre doch toll. Und genau das meine ich. Aber das ist auf einen Punkt, den wir auch zum Beispiel auf der Arbeit beobachten, also entweder im Angestelltenverhältnis oder eben auch mit Freelancern oder auch mit eigenen Selbstständigen. Ihr dürft euch daran gewöhnen, dass man einfach neutral nach Leistung bewertet wird. Auch ich werde nach Leistung bewertet und kann sehr wohl Feedback leistungstechnisch ausselektieren oder unterscheiden von persönlicher Kritik oder mir gefällt deine Art nicht oder mir gefällt dein Style nicht oder was weiß ich, hinzu, das ist ein Punkt, der ist nicht so cool. Und das ist völlig in Ordnung. Damit kann man richtig gut arbeiten und das zeigt ein großes, großes Wachstumspotenzial. In diesem Sinne, so viel mein Schwall ins All zum Thema Zeugnis. Ich freue mich sehr, wenn ihr alle ein bisschen besser Nein sagen übt, so wie ich. Und im Zuge dessen einfach eure Kinder feiert für den Standpunkt, wo sie jetzt gerade stehen. Also, in diesem Sinne, lasst euch gut gehen, gehabt's euch wohl. Bis dann. Bye, bye.